So schnell wären wir in der Wüste anscheinend nicht fündig, was den Professor angeht. Leute, willkommen zurück zu einer neuen Folge. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder da seid. Und lasst uns einfach mal wieder eine kleine Kaffeepause machen, oder? Jetzt bin ich aber wieder gespannt, ob das dieselben sind oder ob jetzt andere Gäste da sind. Wow! Vor allem so ein ganz kleiner Winz-Gumba. Was willst du? Mega-Kaffee. Eigentlich müsste ich gerade sparen, aber ist egal. Hey, Barista, noch ein Espresso. Reicht das? Was soll das denn? Hey, hey, das biege ich vielleicht auch noch was da. Ey, diese komischen Kaffeedinger immer, ne? Voll hier! So, einfach ohne irgendwelche Gags. Was? Hallo? Hey, Barista! Hast du auch größere Tassen? Max? Und der sagt irgendwie auch schon mal, was willst du, Mann? Nee, nüscht. Tschüss. Richtig laut. Okay, der andere Kaffeeladen war irgendwie ein bisschen gesprächiger, ne? Da waren noch ein bisschen mehr Leute an uns interessiert. Egal, kann ja nicht immer so sein. Und die Cafés, denke ich mal, dienen in erster Linie einfach nur als so eine kleine Auffrischungskur. Tschüss. Komm her, du. Damit man sich mal wieder heilen kann. So. Ja, Bus, jetzt habe ich das Problem, weil ich nicht wirklich weiß, wo ich den Professor finden könnte. Ich weiß nur, in seinen Aufzeichnungen stand, er wollte halt Richtung Sonnenaltar. Und ich dachte eigentlich, ich hätte das Sonnenaltar schon ausfindig gemacht, aber anscheinend ist es doch was ganz anderes. 100% der Löcher sind gestopft. Ich habe bald wieder 6000. Wir haben eins, was wir entdeckt haben, ist diese komische, dass man da Mucke machen kann, aber okay. Naja, egal. Koordinat ist das, aber das ist doch ein Sonnenaltar. Also ich weiß nicht, oder ist erst ganz zum Schluss müssen wir da hin? Ich weiß es nicht. Ich guck mal, wo der Professor überhaupt lang gekommen sein könnte, ne? Das geht ja eigentlich. Eigentlich kann er gar nicht so weit gekommen sein. Also im Turm glaube ich ja auch nicht. Da waren wir ja auch schon drin. Da müssen wir mal ganz kurz die anderen kleinen Wüstengebiete abgrasen. Mit wenig Schnipseln zwar, aber egal. Mit den vier Türmen, ja, das wird auch noch ein schönes Rätsel. Aber ich hätte eigentlich gedacht, dass ich irgendwie den Professor oder so, wie auch immer, dass man den so in der Stadt noch findet. Weil da sind ja so viele Hieroglyphen, die muss ich ja alle eigentlich nochmal entziffern. Hier war ich ja auch. Und hier ist auch jetzt irgendwie nicht wirklich etwas, was wie ein Altar aussieht. Ich kann ja trotzdem einfach mal hier rein. Ups. Vielleicht ist da doch noch irgendeine andere Information hier, man weiß es nicht. Alter, guck mal! Feuerpergamenton! Alter, oh, ist das eine neue Art Faltkreis? So einen habe ich, glaube ich, noch nie zuvor gesehen. Was man damit wohl machen kann? Ja, Feuer, aber richtig übel. Und das hier irgendwie. Ist das hier Zunder? Dieses Gefäß ist mit einer Art Flüssigkeit gefüllt. Die ist schon brennbar. Aber sie ist dunkel und unheimlich. Ich glaube nicht, dass es Wasser ist. Also lieber nicht trinken, Mario. Und dieser Geruch, Alter. Das sollte schon die zweite Warnung dagegen sein, diese Flüssigkeit zu trinken. Ja, das ist irgendwas Brennbares. Nehmen wir schnell zustucken. 100% der Löcher auch in diesem Gebiet. Und wieder, du kannst es hier nicht lesen. Hä? Was möchtest du einsetzen? Ach. Ja, wir haben halt nichts. Das wird später noch ein ganz großes Rätsel sein. Bestimmt jeder Turm muss. Ja, weil das ist ja, glaube ich, die Sicht vom Turm. Und jeder Turm muss halt irgendwie eine bestimmte Art Augenanzahl haben oder was. Oder irgendwie so. Dann werden wir nochmal alle abfahren müssen. Aber gut, wo ist der? Ohne Professor wird das nichts. Ja, wie ist denn, hab ich jetzt auch alle Löcher gestopft? Ich glaube, ich war bisher noch nicht. Komm, beim letzten Turm da hinten. Da komme ich irgendwie gar nicht hin. Guck mal noch kurz, was die Karte sagt. Guck mal, laut Karte war ich da noch nicht. Komme ich da? Ich war auch noch gar nicht bei dem. Bei zwei Türmen war ich noch gar nicht. Komme ich gar nicht hin. Dann muss ich nochmal ganz kurz. Wartet mal. Hier nochmal. Ah ja, genau, hier bin ich ja. Hier war ich, glaube ich, herrlich Schiss, ne? Okay, viel. Alter, richtig fette Geister. Oh, was ist denn hier nochmal los?
Was sieht die auch alle so, Mann, ich weiß nicht, halt optional aus. Hier ist doch, glaube ich, nichts. Swing. Nichts, was uns irgendwie helfen könnte, oder? Das hier kann ich kaputt bashen. Okay, für ein paar Schnipsel. Boah, richtig fette Buhus. Ah, ah, Schlangen. Ich meine Toads. Yeah. Mario, du hast ja keine Ahnung, wie eng das war. So, jetzt sind wir aber... Oh, shit. Okay, sind aber auch kein Problem. Und lass ein schönes Schnipsel fallen, dass ich die ganzen Löcher wieder dicht machen kann. Swing, swing. So, komm, ich bin kurz vor 6000. Ah, noch ein Toad. Hawaii. Danke, Mario. Eine Schlange zu sein ist doof. Versuch doch mal, dich da am Rücken zu kratzen. So, die Dinger, da kann ich ja kaputt cruisen. Gott, da muss man Feuer machen. Lass mal kurz den Geist hier überholen. Wow. Ja, der Sticker wäre jetzt gut an der Seite dran. Wow, fast runtergejumpt. Flups. Welche Löcher stopft man denn jetzt? Ist hier die Frage, ne? Warte mal, ist das hier? Ist das hier ein Sonnenaltar? Hier ist eine Sonne drauf. Ah, ich weiß nicht, was die von mir wollen. Menno. Man will erstmal rumcruisen. So, warte, 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 warte. Wo ist er? Wo ist er? Wo, wieder da hinten? Toll. Hier kann ich doch mal kurz. Boom. Hier nochmal kurz win. Da kommt ein Knochen-Turken-Typi. Den will ich aber eher umfahren. Da ist noch eine Schlange. Ich glaube, bin ich auch noch gar nicht so wirklich richtig. Ohne den Professor wird hier nichts. War eigentlich ganz nett, eine Schlange zu sein. Besonders hier mit dem Sand und den Ruinen. Klassisch. Ich huste mal nochmal rum mit dem Ding und mach mal ein paar Dinger kaputt. Jups. Aber warte mal, hier ist ja noch, hier ist die letzte Schlange noch. Jups. Da haben wir vier Toads, die vorher Schlangen waren, befreit. Tut mir leid, dass ich mich hier versteckt habe, aber ich bin so schüchtern. Und deine Stiefel sehen wie für eine Schlange recht furchteinflößend aus. Ja, okay, hau ab. Yay. Zwing, zwing, zwing. Da waren wir wirklich überall. Vielleicht ist erst dann wieder der Toad irgendwo da zu sehen. Boom. Ach, kann ich doch nicht kaputt fahren. Ich dachte eigentlich, mit hier genug... Nee, mit genug Geschwindigkeit kann man das doch kaputt ballern. Na, so ein Mist. Boom. Nee, kann man nicht. Komplett fail. Da ist aber ein Schatz. So, der ist hier schon angreifbar. Und guckt mich ganz dumm an. Na, komm, komm. Ist auch richtig doof. Wenn man den anguckt, dann kann er ja nichts machen. Egal. Yeah. Oh. Papmacho Boom. Cool. 100% der Schätze hier im östlichen Gebiet eingesammelt. Jups, du. Nee, nee, nee. Was ist denn das hier mit den Feuerstellen? Soll ich irgendwas. Kann ich irgendwas anzünden? Nee, ich kann bestimmt hier von wegen untersuchen oder. Oder ist einfach bloß hier so ein Hinweis von wegen, guck mal, das waren ja halt alles mal Wohnhäuser. Hier haben die Leute mal gehaust. Und jetzt sind sie alle tot. Oder ich weiß nicht. Irgendwie sowas. Boom. So, hier schön, Schnipsel, geil. Flups. Ja. Flups. Ach, guck mal hier. Hier ist sogar noch einer versteckt gewesen. Ja, flups. Wow, das hier ist doch die östliche Sandpapierwüste, oder? Ich wollte mich hier ein paar hübsche alte Wände ansehen, aber ich kann sie nicht finden. 100% aller Toads. Gerettet. So, lass sie mal da liegen, weil ich bin gerade voll. Ach, verdammt. Muss schnell die ganzen Schnipsel wieder loswerden. So. Hier kann ich aber noch eine Wand kaputt machen, das sehe ich. Aber das ist aber auch nicht so viel, oder? Boom. Nee. Kann man überall ein bisschen reingucken? Puh, ja, aber sonst, hä? Was soll ich denn hier machen, Mann? Ich töte nochmal den anderen Pappmacho-Typen. Vielleicht der. Dann ist das große Geheimnis gelöst. Zack. Zugemaked und 100% der Löcher dicht. Okay. So, dann komm mal her. Wo bist du denn, du komischer Buu? Komm mal her. Bist du jetzt hier reingeflogen? Ins Häusle? Wow. Na, na, na. Was ist los? Jawohl. Je, je, je. Ups, zoom. Komm her. Und tschüss. Alles zerstört. Ein bisschen Heal. Dankeschön. So, alle Löcher sind dicht. Alle Toads sind gerettet und alle Schätze sind gefunden. So, gibt's hier irgendwelche Blöcke?
Wenn nicht, ist es ja irgendwie, nö, östlich und westlich 100%. Ja, dann war es das doch hier auch schon wieder. Da kann ich über die Berge hochfahren. Nee, wie komme ich noch zu den anderen Türmen? Der da hinten ist, der musste der doch von der Stadt aus sein. Warte mal, hier könnte noch was drunter sein. Schnipseln. Stut. Hier muss hier bestimmt so oder so nochmal hin. Gut, sorry. Gut, hoppala. Na gut. Erstmal fahre ich weg. Der Tod passt hier auf, der passt schon alleine auf. Der macht hier Stellung. Keine Sorge. Ach, bestimmt die Türen, die nach links und rechts gehen. Hier bei der Sham City Stadt. Da waren ja noch so bewachte Türen links und rechts. Und von da aus komme ich bestimmt zu den Türmen. Also müsste ich eigentlich alles soweit erledigt haben, dass ich jetzt hier irgendwo den Professor finden müsste. Wo ist der denn? Du. Bin jetzt echt gerade ein bisschen verwundert. Ist der nochmal in den Turm reingegangen vielleicht? Ich guck mal. Wie leuchtet der Turm auch die Pfeile da? Irgendwie leuchten die anders? Ich meine, er war da schon drin, aber vielleicht ist er jetzt der Tod hier. Man muss mal gucken. Alter, auf jeden Fall ist hier Feuer an. Dass man auch richtig schön sehen kann, dass es halt genauso aussieht. Nee, ich kann auch wieder drinstecken. So muss es auch auf der anderen Seite halt auch aussehen. Die Türme müssen entzündet sein. Dafür brauchen wir erstmal ein Feuerpergament. Und eieiei, so kommt das noch am ehesten. So ein fettes Battle. Dann muss ich doch noch irgendwas in der Stadt verpasst haben oder vergessen haben. Doch nicht alle Infos. Weil hier, das ist der Feuerschrein hier. Oder der Schrein der Sonne. Das muss der sein. Aber hier ist halt keiner. Nee, steht da mal, du kannst doch nicht lesen. Nö. Du checkst gar nichts. Was ist denn hier los? Hier ist nichts zum Kaputtmachen. Gar nichts. Nö, alles fail. Wie sagt er mit den komischen Lieder singen da? Soll ich die anderen Lieder auch nochmal singen? Hat der eigentlich jetzt Uni? Hat jetzt Uni wirklich was gebracht? Hier, der Rätsel ist. Naja, nicht gelöst, keine Ahnung. Nur noch ein bisschen fragwürdig. Ich weiß, dass er sich hier irgendwo in der Wüste verlaufen hat oder so. Oder irgendwo stecken bleibt und wir den suchen müssen. Nee, hier sind ja alles andere Toads, die wir alle schon befreit haben. Hier ist der Ursprung von allem. Nee, da muss ich nochmal zurück zur Stadt. Den findet ihr nicht. Sorry, Leute, die Wüste ist halt leider groß. Ich dachte eigentlich, ich hätte alle nötigen Infos. Hier nochmal irgendwas? Nö. Nee, hier ist absolut gar nichts. Sollen wir Schnipsel voll machen? So gut es geht. Aber der Turm ist ja schon richtig aktiv. Das eine Auge ist an. Ne? Wir sammeln trotzdem einfach mal alle möglichen Informationen und merken uns Sachen. Das Auge ist an und das brennt. Ja, das muss wohl bei allen so sein. Dann kann ich mir vorstellen, irgendwo hat einer vielleicht das falsche Auge zu. Dann müssen wir das rausnehmen oder sowas. Und beim anderen reinsetzen. Naja, das kann ich mir schon denken. Im Endeffekt sind wir dann bestimmt schneller als sonst. Das hier ist ja auch nicht. Das wird dann ganz, ganz am Ende sich einfach erheben. Und dann ist da irgendwie nochmal ein Tempel oder sowas drin für die Schriftrolle. Aber da habe ich hier. Kann ja nicht einfach alles verpasst haben. Oder ich frag mal vielleicht jetzt, ob ich irgendwie. Vielleicht, weil ich jetzt als. Vielleicht kann ich den hier weismachen. Ey, ich bin Assistent vom Professor hier. Lass uns mal durch. Vielleicht deswegen. Seien Sie gegrüßt als Träger eines Schlüssels und Gast unseres Hotels. Haben Sie Zugriff auf dieses Tor zur fernen Wüste? Alles klar. Und hier nochmal gleich. Gut, okay. Seien Sie gegrüßt, Mann. Sie haben Zugriff auf das fernöstliche Sandpapier-Wüstentor. Danke, Mann. Stup. Dann gehen wir mal hier gucken. Vielleicht ist hier auch wieder mal ein richtiger Sonnenschrein oder sowas. Hier ist erstmal nur ultra tot. Ups. Na, so findet man dann doch alle. Dann markiert einfach alle möglichen Wege ab. Und irgendwann bleibt der Bus noch die Möglichkeit von wegen, Moment mal, alles andere ist schon erkundet, außer das hier. So, die Dinger überfällt man noch nicht. Diese großen Kürbisse, weil die haben immer sehr viele Schnipsel bei sich. Hier ist nochmal ein Buhu. Wow, noch einer. Ist das der größte bisher? Ja, kann sein. Oh, okay, dann hat die Größe wohl noch eine Reihenfolge oder eine gewisse Reihenfolge zu spielen. Später. So, hier würde ich jetzt mal Olivias Kommentar interpretieren. 100%, geil. Komm schon, wir 6000 haben. Ich denn nicht irgendwo im Busch noch irgendwo nochmal ein Tausi oder sowas? Ja, das ist ja hier auch übel, Alter, mit den ganzen. Was zur Hölle? Sind irgendwelche Toads?
Nee, aber ich habe hier wieder einen Schatz offenbart. Wo ich leider noch nichts machen kann mit. Wenn du. Ich hab's. Erstmal. Yeah. Oh, 100% der Blöcke und alter Glitzer. Ultrahammer. Uff. So, nee, das ist hier ja erstmal auch nichts sehr Auffälliges. Dann geh ich vielleicht nochmal zur anderen Seite. Wo ist denn Weig überall? Ah, nee, warte. Ich geh natürlich auch nochmal in den Turm selbst. Da kann ja immer sein, vielleicht ist der Professor halt gerade da. Denn, oh, was macht ihr denn hier? Und dann, ja, kommen Sie mit, Sir. Alles klar. Hups. Vielleicht soll ich vorher nochmal speichern. Zwing, zwing. Wee. Ah, da musst du erstmal kommen, ne, dass du mit dem Schlüssel jetzt da lang darfst. Aber nein, wie es aussieht, nö. Auch einfach nur, ja. Einfach nur das Gehabte ist, der Turm ist natürlich aus. Es leuchtet kein Auge. Hups. Okay, dann war das, das war das. Fangen wir den einfach nochmal um. Alter. Und nochmal ein Schatz entdeckt. Da-da-da. So, dann sind es. Wir waren eins am Anfang der Wüste, war da auch so eine Stelle mit so Steinkreisen. Das vielleicht auch noch damit was zu tun. So, jetzt scheiß drauf, ich fahre ja alles um. Jupp, hier ist nämlich noch ein Toad. Vielleicht ist sogar der letzte, oder der einzige, den es hier in dem Gebiet gibt. Oh Mann, danke dir. Bin ich immer noch in der fernwestlichen Sandpapierwüste schon, oder? Ich wollte mir ein paar weniger bekannte Ruinen anschauen. Die Türme sind mir zu beliebt. Ich mache gern mein eigenes Ding. 100% gerettet. Dididididu. Ja, kann ich mir ja vorstellen, dass zumindest nur ein Schatz fehlt. Da-da-da. Vor allem, warum sollte man hier nicht rein dürfen? Richtig doof. So, ich die so, ah ja, sie haben einen Schlüssel, dann dürfen sie da auch nochmal reingucken. Ist einfach nix. Sieht genauso aus wie die anderen Turmgebiete. So, haben wir hier noch irgendwas Geiles. Das ist einfach nur noch ein Turm. Noch ein paar Löcher. Okay. Und dann ist aber wieder Schluss, denn kein Plan. Was reicht nicht? Bei so einem kleinen Loch muss man jetzt doch mal zweimal reinballern. Okay. So, Level, was sagst du zu dem Turm? Ist der auch aus? Und der, guck mal, der hat ein Quadrat. Die haben alle andere Zeichen auch noch. Und andere Armstellungen und sowas. Toll, ich freue mich immer, wenn wir einen von diesen dürren Kerlen finden. Upsi. Das Loch zu. Waren das jetzt schon wieder alle? Jawohl. Alle Türme, alle Löcher gestopft. Hier nochmal alles kaputt machen. Irgendwo sind irgendwelche Toads verbuddelt, irgendwelche Käfer. Nö. Puh. Flups. Na, Mario, fahr kaputt. Guck, in der Mitte richtig so ein Sandstrudel. Vielleicht ist da ja was vorgefallen. Wir gucken mal. Oh, Skorpione. Toll, was soll das denn? Ich fahre euch einfach alle um. Oder, nee, okay, den muss ich dann erraten. Ist okay. Gleich. Jetzt erstmal noch nicht. Boom. Boom. Boom, boom. Okay, ja, nicht. Noch ein Tod, vielleicht auch wieder hier der letzte. Stup. Der einzige, sorry. Oh, danke. Was denkst du, wofür diese Türme gebaut worden sind? Waren die als coole Deko im Hintergrund gedacht oder so? Ich weiß es nicht. So, die kann ja nicht der einzige gewesen sein. Da waren ja noch Skorpionen. Skorpione, ich weiß. Hol ich mir auch noch gleich. Erstmal nochmal hier reingucken. Ja, aber hä, was ist denn los? Oder ist er vielleicht dann erst beim Sonnenportal oder sowas? Ja, dachte ich mir schon. Hier wieder exakt so ein Ding. Er ist halt aus. Und, ja, seine Augen leuchten nicht. Und der hat aber auch, der hat aber drei Ecken, vier Ecke als Augen. Da muss man sich halt nochmal merken. Ja, nö. Hä? So, dann haben wir vielleicht seit langem mal wieder einen Kampf. Oder ich lese erstmal das Schild hier und gucke nach, ob hier hinter noch ein Tod ist. Nee. Gefahr. Graben auf eigene Gefahr. Lass es vielleicht einfach. So, kann ich denn überhaupt selber buddeln? So, okay, es sind nur zwei Skorpione. Ich merke mir jetzt mal den einen da. Oh, ist ja fies. Die sind vermischt. Das ist ja fies. Okay, ich glaube, der eine ist hier. Kann ich überhaupt graben? Ich glaube, ich kann gar nicht buddeln. Toll. Dann wird das auch der Professor können. Irgendwie so weit, dass wir nicht nur lesen können, der wird doch die ganzen goldenen Stellen ausbuddeln lassen können. Ja, aber gut. Dann war das jetzt hier auch alles? Ist jetzt die Frage, soll ich jetzt nochmal irgendwie... Ist er jetzt da? Von wem? Wir haben uns alles angeguckt. Aber wissen halt nicht, ob das jetzt schon war.
Dum-dudel-dum, dum-dudel-dum. Weil der war halt heute ein schöner Rumeier-Part irgendwie, weil man sich ja nicht so viel jetzt ergeben. Ich meine, wir haben die ganzen schönen Gebiete doch sehr gut durchweg 100% gemacht. Aber wo ist der Professor? Beim Sonnenaltar. Vor allem bin ich mir jetzt noch sicherer, dass das dieses eine da ist, wo die Feuerflammen waren. Da sollen wir irgendwas reinlegen, aber ein Professor im Hotelzimmer war ja nichts irgendwie von wegen, dass wir das mitnehmen müssen, da reinlegen müssen oder so. Aber ich glaube echt tatsächlich, nö, da ist immer noch keiner. Hä? Wo ist der Professor? Ich singe halt einfach nochmal einen Song, vielleicht lockt er ihn raus oder was? Man hat ja keine Ahnung. So, was soll ich denn singen? An den Fluss des Lebens, kennen wir auch schon. Instant Fail! Applaus, Mann! So, jetzt noch irgendwas? Nee. Das war ja komplett Trash! Was soll denn das? Ja, stup! Nee, dann musste ich halt wohl doch nochmal gucken. Oder war mit Sonnenaltar was ganz anderes gemeint? Ein Ort, der nicht in der Wüste ist? Nee. Jetzt habe ich mich überall wirklich umgeschaut und ich habe den Professor nicht gefunden. Wo soll der sein? Du-da-da-da. Ja, Mist, der ist bestimmt wieder irgendwas, was ich einfach nur ernst dämlich übersehen habe. Weil das halt keiner erzählt. Wie mit den Toren da, dass ich zu den anderen Türmen einfach kann, weil ich jetzt einen Schlüssel habe. Ja, weil mich wundert auch noch, warum ich nicht in dieses große Zimmer da reinkomme. Nein, dieses ganz große. Wo war wo? Also wo ich eigentlich erst hin sollte. So, abstellen. Tschüss, Mann. Ich gucke jetzt nochmal schnell, Leute, bevor ich hier irgendwie noch ein bisschen Progress, wenn ich jetzt irgendwas mache, irgendwas Neues rausfinde. Kann ja wohl nicht sein. Da kann ich auf die Blütenblätter raufspringen, weil irgendwie ist ja da noch was. Auf der anderen Seite ist nochmal so ein, ja, entweder ein Café oder... Hast du nicht gesehen? Yeah, ich sehe Party, Alter, hier Party, wo alles komplett leer ist. Wo ist denn der Professor? Mann! Ich guck mir doch mal die Bilderwandrätsel an, obwohl da immer noch Notizen sind, die ich halt entziffern muss. So, genau, das hier sind halt die Augen, die bestimmt irgendwie zum Zentrum leuchten. Da, oder... Ja, wenn die an sind, dann leuchten irgendwelche Flecken. Und dann flippt der Typ hier aus. So, und hier ist... Guck mal, irgendwas ist da auch noch, wenn ich jetzt hier die ganzen Dinger habe. Warum ist da so ein komisches Quadrat? Oder so ein orange, die orange Dreiecks-Pfeilrichtung da, nach da? Irgendwie, und in der Mitte? Ja, keine Ahnung. Hier, mach mal auf. Warum geht das nicht? Nee, klappt immer noch nicht. Aufmachen, Mann, wir sind für G. Ja, und das Feuerpergamenton muss halt... Ja, dann muss ich erstmal die ganzen Fackeln anzünden. Vielleicht ist das auch die Reihenfolge, ne? Von hier halt anfangen. Das haben wir ja gemacht. In der Mitte alles gemacht, aber halt irgendwie... Weiß ich nicht, da war kein Tod. Und dann ist ja vielleicht hier diese gelben Pfeile. Sind ja vielleicht die Miniaturversion von diesen Vogelstatuen da? Ja, das ist doch denn der Sonnenaltar. Der ist da oben, aber da ist halt niemand. Weil das wäre auch die korrekte Reihenfolge. Ich muss ja erstmal irgendwie in der Lage sein, Feuer machen zu können. Das wäre schon die korrekte Reihenfolge. Dann muss ich jetzt echt nochmal die Bücher lesen. Obwohl, Olivia hat da schon reagiert. Von wegen, na, weißt du jetzt Bescheid? Ja. So. Der Schlüssel zu dem Geheimnissen der alten Falter. Entdeckt einen uralten Schatz. Vielleicht erweist er sich als entscheidend für meine Forschung. Ja, das ist bestimmt das Ding, was in den Sonnenaltar eingelegt werden muss. Ne? Grob übersetzt handelt es sich um das Sonnenräucherwerk und es scheint Teil einer Zeremonie zu sein. Ja, das ist das Ding. Wo finde ich das? So, für einen fairen Preis erhält ich das Sonnenräucherwerk von dem Sniffels. Meine Vorbereitungen sind abgeschlossen. Ich werde nun zum Solaraltar mich begeben. Ja. Verdammt. Und da will ich ja eigentlich hin. Was ist denn los hier, Mann? Wo ist der denn? Sagen Sie mal dazu. Danke für die Hilfe. Das Zimmer ist schick, aber dennoch geschmackvoll. Ich bin möglicherweise etwas auf dem Bett herumgesprungen. Oh, mach ich nicht, das passiert ständig.
So, ne, da fällt mir noch etwas ein. Ihr Kollege schien ein besonderes Interesse an unserem Dekoartikel zu haben. Ich wollte zwar nicht verkaufen, aber Ihr Kollege war sehr hartnäckig. Also habe ich ihm das gute Stück für einen möglicherweise leicht überhöhten Preis überlassen. Aber da ich deswegen ein schlechtes Gewissen habe, warum nehmen Sie nicht auch eins? Kostenlos. Oh, ernsthaft? Sonnenräucherwerk. Mann, jetzt muss doch mal mit dem Typen quatschen. Ja, es geht mir besser. Vielen Dank. Nun, wenn Sie gehofft hatten, Ihren Kollegen zu treffen, er ging fort, befürchte ich. Wir bieten keinen Concierge-Service an. Doch vielleicht sollten Sie am Wüsteninfoschalter in der Stadt fragen, um sich nicht zu verlaufen. Ey, das kann nicht wahr sein, Mann, du kleiner Sack. Hättest du doch von Anfang an geben können. Jetzt krieg ich wieder Kommentare von den... Leute, der Sniffet ist schuld. So, für jeden Kommentar, den ihr jetzt schreibt, von wegen, ich war zu blöd und so was alles, ich hätte ihn ansprechen müssen, für jeden Kommentar werde ich ihn schlagen. Ja, offscreen. Also überlegt's euch, Leute. Ich bin auch sauber auf den Sniffet, aber es liegt in eurer Hand. Soll ich ihn total schlagen oder nicht? Düm, 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 düm. Wie soll man denn darauf kommen? Egal. Ist egal. Irgendwann, ne, man quatscht einfach nochmal mit jedem. Wir haben ja irgendwann alles Mögliche hier ausgemerzt und konnten ja nichts mehr machen. Dann blieb bei Boss noch die Möglichkeit, ja, soll ich vielleicht nochmal ihn danach fragen? Übrigens hier bitte. Egal. Nicht ganz so ersichtlich. Dachte eigentlich, ja, es reicht, wenn er uns den Schlüssel gibt, aber egal. So, dann würde ich aber sagen, ich setze mal das Räucherwerk noch ein, dass wenigstens ein bisschen was passiert ist, ne? Aber so ist es mal, Leute, ne? Ich finde hier alles schön selber raus. Manchmal dauert es halt ein bisschen länger, aber dafür haben wir jetzt, wenn man so will, haben wir ja trotzdem Vorarbeit geleistet. Dann sind wir halt in der Lage, einfach die Türme nach und nach einfach abzugrasen, weil da die Umgebung ist schon komplett sondiert. Das wird schon. So, ich speichere lieber nochmal. Bin dann echt gespannt, was denn passiert. Wollt nicht wissen, vielleicht kommt da auch gleich ein Bosskampf oder sowas. Weil vielleicht beschwören wir damit ja das Feuerpergament und deswegen, Leute, wartet mal. Ich mach lieber doch schon mal jetzt hier Schluss an der Stelle. Wie gesagt, tut mir leid, hat ein bisschen gedauert, aber letztendlich haben wir doch rausgefunden, was wir machen müssen. Und wir werden den Professor bald finden. Ciao, ciao.